weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Ja, ist klar. Okay, damit es noch klarer wird. Die einzelnen Verkäufertypen, Verkäufer kann natürlich alle vier Farben sein oder hauptsächlich alle vier Farben. Wie ist der Grundtyp Rot? Seine Grundhaltung ist, am schnellsten komme ich zum Ergebnis, wenn ich den Kunden ordentlich unter Druck setze, beeinflusse, dem erkläre, wo es lang geht, ihn mitnehme. Was sind seine Stärken? Er ist selbstbewusst, er ist entschlossen, er tritt autoritär auf. Er wird auch oft als Experte wahrgenommen, egal ob er es ist oder nicht. Schwierige Kunden übernimmt er gerne. Ja, das ist eine Herausforderung und Herausforderungen sind eine feine Sache. Er präsentiert prägnant, schnell, zielorientiert. Ein ergebnisorientierter Typ, der gleichzeitig extrovertiert ist. Macht überzeugende Lösungsvorschläge und ist für eine gute Nacharbeit, schnelle Nacharbeit bekannt. Worauf kann der aufpassen? Coaching-Ansätze ist ein großes Wort. Gerade grüne Menschen kann die aggressive und dominante Art einschüchtern. Manchmal gehen die zu schnell zur Sache. Der Beziehungsaufbau bleibt auf der Strecke. Ich habe keine Zeit für Eisbrecher oder Smalltalk. Ich will verkaufen, Mann. Das ist nicht für jeden Typus das Geeignete. Er wird außerdem oft schnell ungeduldig. Und er setzt voraus, dass der Kunde alles versteht. Der will, dass es schnell geht. Der hat oft viele Stornos, weil bedrängte Kunden unterschreiben und dann nachträglich versuchen, den Kauf zu stornieren. Klar können wir den Leuten 25% abziehen und sagen, ist in Ordnung, aber man kann auch als Roter versuchen, sich zurückzunehmen und auf diese anderen Menschen einzustellen. Sie dominieren oft das Gespräch und falls der Kunde nicht herausfordernd genug ist, verlieren sie das Interesse oder falls der zu langsam ist. Okay, kommen wir zum Gelben. Der Gelbe sagt, wenn ich nur beliebt genug bin, dann werde ich am Ende auch Erfolg haben. Der will einfach gemocht werden und geht davon aus, dass die gute Basis die Basis des Erfolgs ist. Seine Stärken sind der Erstkontakt. Der mag Menschen, der geht auf die zu, der redet mit denen, ob die wollen oder nicht. Ich kannte mal einen Typen, den haben irgendein Kunden gesagt, nein, wir wollen das mal alleine schauen. Wir wollen alleine schauen. Und irgendwann hat der Mann wirklich geschrien, wir wollen es mal alleine gucken. Und dann sagte der Typ, ja super, da komme ich doch mit. So sind Gelbe. Die hören vielleicht auch gar nicht, was der andere so sagt, weil die sehr von sich eingenommen sind und wirklich mit den anderen reden wollen. Oft entspannt der Kunde sich durch den lässigen Stil. Die Leute sind mitreißend, wir nennen die auch Entertainer. Die sind einfallsreich, anpassungsfähig, flexibel. Sie präsentieren unterhaltsam, lustig, erzählen die ganze Zeit Dönnekes und sie reißen den Kunden durch ihre eigene Begeisterung mit. Worauf müssen die aufpassen? Vorbereitung ist nicht das Ding des Entertainers. Oft springen die auch von Thema zu Thema, ohne die Themen abzuschließen. Die können oft reißerisch und marktschreierisch wirken. Sie haben oft zu wenig Geduld, um Details in Ruhe zu erklären. Ja, wenn Gelber erklärt und ein Grüner das verstehen will, dann geht das meistens schief. Sie verlieren das Interesse, wenn Routine oder Alltagsarbeit einsetzt, also Nacharbeit und Sachen abarbeiten, ABs prüfen. Das ist nicht das Ding des Gelben. Und sie vertrauen zu sehr darauf, dass der Kunde schon kaufen wird, weil er sie ja mag. Ja, der ist nach Hause gegangen, aber das ist mein bester Freund, Chef, der kommt bestimmt wieder. Ja, kann sein, muss aber nicht sein. Was ist mit dem Grünen? Meine Kunden sind wie meine Kinder. Das ist wie Familie. Die Stärken, langfristige Kundenpflege, das ist ihr Element. Ja, da kommen Generationen kommen zum grünen Verkäufer und die schicken auch ihre Kinder, weil das so netter ist und der sich so gut um sie gekümmert hat. Sie bauen schnell eine Brücke zum Kunden und brechen das Eis. Sie analysieren, was ihr Kunde braucht und hören sehr, sehr aufmerksam zu, auch auf einer emotionalen Ebene.
präsentieren überzeugend und konsequent und machen einen warmen und aufrichtigen Abschluss. Die können nichts verkaufen, wo sie nicht von dem sie nicht selber überzeugt sind, dass das wirklich das Richtige ist für diesen Kunden und was den, wo sie meinen, das wird den Kunden glücklich machen. Die Nacharbeit ist gründlich und gut. Worauf können die aufpassen? Sie verkrampfen sich in ungewohnten Umgebungen, wirken da manchmal sehr angestrengt, die brauchen halt sehr viel Sicherheit. Manchmal ja, merkt man zu deutlich, was sie selber mögen und nicht mögen. Das ist nicht immer hilfreich. Und manchmal, weil sie auch ein bisschen langsam sind, kann die Präsentation so ein bisschen langweilig wirken oder kann sein, dass sie so wirken, als ob sie sich unsicher fühlen. Sie meiden unangenehme Situationen, wollen den Kunden nicht verletzen, machen daher auch oft überhaupt keinen Abschlussversuch, weil sie sind ja eigentlich Berater und Unterstützer und keine Verkäufer. Und wenn es Reklamationen gibt, dann raubt es ihnen die letzte Motivation, denn eine gute Kundenbeziehung ist ihnen halt das Wichtigste. Was ist mit dem Blauen? Wenn ich alles über das Produkt weiß, bis in die Nachkommastelle und dann auch noch erzähle, habe ich Erfolg. Gegen das Wissen habe ich gar nichts, aber den armen Kunden damit zuzumüllen, das ist Fachidiot, steckt Kundentod. Und das ist ein Problem der Blauen. Aber zunächst mal zu den Stärken. Das sind echte Experte, wie man bei uns in Hessen sagt. Und da strahlen sie auch aus. Die sind hervorragend vorbereitet, wenn man sie lässt, also wenn sie die Zeit haben. Sie wissen alles über Ihre Produkte, die Präsentation ist detailliert und die Nacharbeit perfekt bis in die letzte Stelle. Ja, Leute, die wirklich jeder AB bis in die letzte Position prüfen, das sind Blaue, das können Blaue besonders gut. Coaching-Ansätze, also worauf müssen die aufpassen? Die wirken oft still und verschlossen. Warum? Weil sie halt eher in Zahlen, Daten, Fakten denken als in Menschen und Kommunikation, das sind introvertierte Menschen. Eisbrecher und Smalltalk sind nicht ihre Stärke, ihre natürliche. Manchmal verlieren sie auch vor lauter Details das Ziel aus den Augen. Und der Kunde kann das Interesse verlieren, weil ihm der Kontakt manchmal etwas unpersönlich vorkommt. Ne? Der denkt sich, jetzt weiß ich alles über das Produkt, aber was ist das eigentlich für ein Verkäufer? Okay, das sind die Typen. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das nächste ist. Wir kriegen raus, welcher Farbtyp du bist. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Doch, ist klar. Vielleicht ist es dir jetzt schon klar, aber die nächste Übung machst du trotzdem. Bis dann, euer Thomas. Ja.